wegen. Vor diesem Hintergrund und unter dem Eindruck der Anschläge von Paris fordert Landeshauptmann Hans Niesel heute erneut verstärkte Grenzkontrollen. Diese bedenkliche Forderung gehe völlig am Problem vorbei, meint die grüne Landessprecherin Regina Petrik. Die Attentäter von Paris waren Franzosen. Keine Grenzkontrolle der Welt hätte die Anschläge verhindert, so Petrik. Zu weiteren Kurzmeldungen. Burgenland. Bei einem Verkehrsunfall in Oberwart sind gestern Abend 4 Personen, darunter auch ein einjähriges Mädchen, zum Teil schwer verletzt worden. Ein 24-jähriger Mann aus Pinkerfeld hatte auf der B50 die Herrschaft über seinen Pkw verloren und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dabei stieß er frontal gegen den Wagen eines 29-jährigen Wieners. Dabei wurde der Lenker selbst, sein 23-jähriger Beifahrer sowie das einjährige Mädchen verletzt. Ein Bub im Alter von 2 Jahren kam ohne Verletzungen davon, so die Landespolizeidirektion Burgenland. Niederösterreich. In Göstling an der Ips ist gestern Abend ein Fernheizwerk in Vollbrand gestanden. 5 Stunden lang haben 100 Feuerwehrleute gegen die Flammen, die sich im Heizwerk voller Hackschnitzel sekundenschnell ausgebreitet haben, angekämpft. Die 80 Gebäude, die vom Heizwerk mit Wärme versorgt werden, werden jetzt von einem Notheizkessel beheizt. Brandursache dürfte ein technisches Gebrechen in der Filteranlage des Heizwerks gewesen sein. Der Schaden wird auf etwa 2 Millionen